dann löse ich mal auf das Geheimnis, was eigentlich gar kein Geheimnis ist. Wie gesagt, unsere Babymaus trägt den Namen... Ein Video. Schön, dass ihr da seid. Selbst der Hund begrüßt euch, wie ihr im Hintergrund hört. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe ja gerade das Video abgedreht zum Baby-Update hier mit U3 und so weiter und ich dachte mir, ich nehme jetzt endlich mal ein Video auf, weil ihr so oft danach gefragt habt, welche Namen sind es nicht geworden. Und dabei werde ich auch verraten, wie unsere Babymaus nun heißt, welchen Vornamen sie trägt. Ja, ich wollte daraus gar kein großes Geheimnis oder sowas machen, sondern ich wollte es einfach mitteilen, wenn ich mich danach fühle und nicht, wenn, ja, alle sagen, nur sag doch mal. Ne? Man muss da, glaube ich, einfach bei allen Dingen im Leben nach seinem Gefühl gehen. Und deswegen dachte ich in dem Zusammenhang, wenn ich euch jetzt verrate, was unsere Favoritennamen sind oder waren, ja, verrate ich euch natürlich auch, wie die Babymaus heißt. Zuallererst, ich weiß nicht, ob ich alle Mädchennamen jetzt hier vor mir habe auf meinem Handy, denn ich habe ein neues Handy. Und ich wollte eben ganz cool lässig aus der Schulter mein Handy zücken und euch die Namen sagen. Und dann ist mir aufgefallen, alle Namen weg. Habe jetzt mit Flo mich nochmal kurz hingesetzt und die Favoriten, die wir so hatten, aufgeschrieben. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich den einen oder anderen Namen vergessen habe. Fangen wir einfach mal an. Für alle die, die uns noch nicht so lange verfolgen, alle Vornamen meiner leiblichen Kinder beginnen mit S. Da wird auch die Frage so oft gefragt, wieso das so ist. Ja, es ist einfach so, dass meine Mutter hieß Sabine, ist ja verstorben und habe ich gepflegt. Da habe ich ein ganz enges Verhältnis gehabt oder habe ich immer noch, wie auch immer. Mein von ihr geschenktes Pferd heißt Sunny, also auch mit S. Und somit dachte ich mir damals, vielleicht findest du ja einen tollen Vornamen mit S, als ich mit meinem ersten Kind schwanger war. Und so ist es halt entstanden. Beim zweiten Kind dann auch wieder mit S und beim dritten war es dann klar und so weiter. So ist es quasi eigentlich entstanden. Ja, und jetzt lege ich mal los. Das heißt, ich hatte jetzt nur einen Namen mit S, logischerweise. Oder fast nur, sagen wir es so. Also, als allererstes kamen folgende Mädchennamen in die engere Auswahl. Bei den Jungs haben wir nur drei Favoriten, weil wir ja relativ schnell wussten, dass es ein Mädchen wird. Fangen wir an mit Name Nummer 1, Suri. Suri fand ich total schön, weil er so kurz ist und trotzdem ein Name ist, der nicht so oft gehört wird. Allerdings stelle ich mir einfach... Das ist vielleicht doof an, aber stelle ich mir unter Suri eher so ein japanisches kleines Mädchen vor oder ein chinesisches kleines Mädchen. Sodass ich uns darin nicht so ganz gesehen habe, fand ich aber trotzdem äußerst schön den Namen Suri. So, dann machen wir weiter mit Sakura. Sakura war eigentlich einer meiner Favoritennamen. Und dann hat aber eine Bekannte mich darauf aufmerksam gemacht, dass sich das auf was reimt. Das kann ich jetzt hier nicht wiedergeben, weil es wirklich eine jugendfrei ist, die Wörter. Aber Sakura fiel dann einfach raus, weil ich immer diesen Reim im Kopf hatte. Und auch da, finde ich, passt es eher so in die japanische, chinesische Richtung. Ich kenne mich da nicht so aus, aber das ist so mein Gefühl. Dann geht es weiter mit meinem absoluten Favoriten, der sich leider nicht durchsetzen konnte. Und zwar Solea. Du bist ja frech. Ah, hier auf dem Land haben wir immer so Fliegen. Das macht mich irre, ne? Solea. Genau, Solea. Fand ich wunderschön, allerdings ehrlich gesagt ein bisschen zu nah an Soleil. Wenn man sich die beiden Namen jetzt aber an so einer Zimmertür vorstellt, Solea und Soleil, fand ich es einfach toll, die Vorstellung. Flo war es aber auch einfach zu nah an Soleil dran. Der Clou an der Sache ist, jetzt kommt Flo, sein Favorit, der hört sich einfach ähnlich an wie Skylar oder Skyly, ne? Und zwar lautet der Name Scuddy. Scuddy fand er richtig toll, war mir einfach zu nah an Skyly, weil wir nennen Skylar ja meist Skyly. Und dann Skyly und Scuddy. Hm. Und was mich an dem Namen auch noch gestört hat, ich finde einfach, dass der... Ich finde einfach, dass der zu streng klingt. Also immer wenn man so Scuddy ruft, dann denkt doch das Kind bestimmt, oh Gott, da wird jetzt wieder gemacht. Also ich finde den Unterton so streng irgendwie, ich weiß nicht. Damit konnte ich mich nicht anfreunden. Dann kommt der nächste Name, Sadie.
Und zu Sadie gibt es eine kleine Geschichte. Denn die ersten Tage hieß Skylar nicht Skylar, sondern Sadie. Tatsächlich. Ich glaube, die ersten 2 Tage waren es. Sie war auch noch nirgendwo angemeldet. Und dann haben wir aber gesagt im Krankenhaus, nee. Tut mir leid, wir müssen die Schilder hier ändern. Sadie passt nicht, sie heißt Skylar. Genau, und irgendwie ist dieser Name jedes Mal bei unseren Favoritenlisten dabei, aber nie wird er ausgewählt. Dann der nächste Name, Shelby. War eher ein Favorit von Flo, hatte ich jetzt nicht so im Kopf, aber ein super schöner Name. Weiter geht's mit Simea. Simea habe ich mir selber ausgedacht. Im Krankenhaus, wo ich die Jungreibespritzen bekommen habe. Und Floris Antwort war dann einfach, nachdem ich ihm diesen Namen ganz stolz geschickt habe, seine Antwort war einfach, hört sich an wie Waschmittel. Dann dachte ich so, danke. Danke, wir werden nie einen Namen finden. So, und dann haben wir noch als letzten Namen Sam. Sam war nicht mein Favorit, muss ich ehrlich sagen, auch nicht Flo seiner, aber Sera ihrer. Ich denke, Sam ist ein geschlechtsneutraler Name. Das heißt, dahinter hätte man dann einen geschlechtsunneutralen Namen setzen müssen, wie Lena, Anna oder irgendwie sowas, ne? Ja, genau. Aber es war jetzt nicht so mein Favorit und auch nicht Flo seiner. Ist mir auch zu... Hört man doch denn doch noch zu häufig für meinen Geschmack, ne? Ich habe ja da so einen ganz fragwürdigen Geschmack. So, das waren die ganzen Favoriten der Mädchennamen. Für den ersten Vornamen und dann hatten wir 2 Favoriten für den zweiten Namen. Einer von den beiden ist es auch geworden, so viel kann ich verraten. Entweder Celeste oder Peyton. Celeste fand ich so schön, dass ich echt überlegt habe, ob ich diesmal einen Namen wähle, der nicht mit S beginnt, sondern mit C, weil ich Celeste so toll fand. Ja. Dann machen wir weiter mit den Jungsnamen und dann... lese ich euch nochmal alle Mädchennamen vor und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, also auf Pause drücken und in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, welcher Name es nun geworden ist, also welcher erster Name und welcher von den beiden zweiten Namen. Und zum Schluss verrate ich euch einfach, wie wir die Maus genannt haben. Wenn ihr Bock habt, macht einfach mit, wenn nicht, denn nicht, ist jedem selbst überlassen. So, bei den Jungsnamen ist es so, dass wir wirklich nur 3 Namen hier stehen haben, weil wir einfach relativ früh wussten, es wird ein Mädchen. Ja, und ja, ich lege einfach mal los. Flo, sein Favorit war Cinna. Es gibt für Cinna eine Übersetzung, die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber die war nicht schön. Und alleine deswegen wäre der Name dann rausgefallen. Also die Bedeutung von dem Namen ist auf jeden Fall nicht schön. Ich habe sie jetzt gerade nicht mehr im Kopf, da müsste ich Flo fragen. Könnt ihr auch googeln, wenn es euch interessiert. Aber das war Flo, sein Favorit, Cinna. Mein Favorit... Ich weiß nicht, ob ich ihn verraten will. Stellt euch vor, ich krieg noch mal einen Jungen, dann wisst ihr alle, wie er heißen soll, ne? Egal. Mein absoluter Favorit, auf den Namen hätten wir uns dann, denke ich, auch geeinigt, weil Flo ihn auch ganz toll findet, ist Solly. Solly finde ich ganz toll. Er wird oft abgeleitet aus Sol, also S-O-L. Ich hätte aber gern direkt Solly genommen und nicht Sol und irgendwie das dann als Spitzname oder so, sondern direkt Solly. Finde ich total schön. Und dann hatten wir als jungen Namen noch zur Auswahl Starion. Ja, finde ich jetzt auch nicht so schlecht, aber hat mich auch nicht so ganz vom Hocker gehauen. Ja, das waren die Jungsnamen. Allerdings, wie gesagt, haben wir eine Babyprinzessin bekommen und dementsprechend ist es einer von den Mädchennamen geworden, die ich euch jetzt nochmal vorlese. Also entweder Suri, Sakura, Solea, Skadi, Sadie... Shelby, Simea oder Sam. Ja, und der Zweitname entweder Peyton oder Celeste. Ja, also macht jetzt auf Stopp. Stopp! Und schreibt unten in die Kommentare, wie ihr denkt, wie unsere Babymaus nun heißt. So, dann löse ich mal auf das Geheimnis, was eigentlich gar kein Geheimnis ist. Wie gesagt, unsere Babymaus trägt den Namen Shelby Peyton. Ich bin mal gespannt, ob einer von euch richtig geraten hat. Mein Nachname beginnt auch mit P, das heißt also Shelby Peyton P. Hört sich auf jeden Fall cool an. Ich muss dazu sagen, dass der Name bis zur Geburt überhaupt nicht feststand. Also wir hatten hier diese Liste, also ungefähr diese Liste, wie gesagt, neues Handy. Und einer von den Namen wussten wir, wird es wahrscheinlich, aber wir entscheiden, wenn sie da ist. Und ja, Shelby war aber schon zum Schluss meist im Gespräch. Ja, und dann ist es tatsächlich auch Shelby geworden.
Und Celeste stand eigentlich auch fest. Tatsächlich haben wir uns auch bei der Geburt aber umentschieden und haben gesagt, nein. Shelby Payton P. passt besser als Shelby Celeste P. Trotzdem meine absoluten Favoritennamen bei den Mädels ist Solea Celeste mit C, ne? Kam also nicht so ganz in Frage. Und bei den Jungs Zolli. Vielleicht ist der ein oder andere Name ja für euch auch dabei. Ja, deswegen habe ich sie jetzt einfach mal geteilt. Ich denke, euch war allen klar, dass es wieder ein Name mit S wird. Es hätte euch wahrscheinlich sehr überrascht, wenn es kein Name mit S geworden wäre. Aber nein, ich habe mich da wieder durchgesetzt und ja, jetzt ist es raus sozusagen. Und ich freue mich einfach, euch unsere ganzen Favoriten genannt zu haben. Ja, ganz viele von euch haben uns ja die letzten Wochen und Monate immer wieder Namensvorschläge zukommen lassen. Also sei es per Mail auf Instagram, also per Privatnachricht, sei es unter dem Posting, sei es hier unter den Videos. Ihr wart ganz aktiv und habt mit uns zusammengesucht. Shelby stand schon zur Auswahl bei Soleil. Dementsprechend hatten wir diesen Namen schon im Kopf. Ich weiß aber nicht, ob der eine oder andere vielleicht uns den sogar vorgeschlagen hat. Da kann ich mich jetzt nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber wenn es so ist, wäre es natürlich lustig, wenn derjenige auch hier gerade zuschaut und sagt, Mensch, Vero, erinnere dich mal dran, ich habe dir da eine Mail geschickt oder ich habe dir da, jetzt weint gerade mein Babymädchen, oder ich habe dir das gepostet, das wäre natürlich super lustig. Ja, ich wünsche euch jetzt alles Liebe und alles Gute. Demnächst gibt es wahrscheinlich dann wieder Familienvlogs. Ich versuche immer so ein bisschen die Waage zu halten zwischen Real Talk Videos und unserem Familienalltag. Und ja, ich gehe jetzt mal nach der Maus gucken. Die habe ich zwar gerade gestillt, aber wer weiß, was da los ist. Flori ist übrigens bei ihr. Und dann sehen und hören wir uns im nächsten Video. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr uns abonniert. Und ja, dann bleibt gesund und bis ganz bald. Ciao!